It's Yuki-Time und damit zurück zum Let's Play Terraria. Und es hat sich einiges getan. Und ich muss jetzt hier schon weiter, weil die sind einfach hier alle so extrem gefährlich, die Gegner. Wenn ihr hier so ein bisschen rumguckt, ich habe 400 Leben, also das Maximale. Ihr werdet das nachher sehen. Ich habe einen neuen Boomerang gefunden. Ich habe mittlerweile die vollwertige Silberrüstung. Und ich habe nichts weiter getan, als im Dschungel runterzugehen und ein bisschen zu gucken. Und hab mir jetzt dabei das Ziel gesetzt, die Bienenkönigin zu erledigen. Es ist hier extrem schwer, extrem gefährlich. Und Alter, wie oft ich hier gestorben bin, es ist unglaublich. Das macht dann manchmal auch gar keinen Spaß mehr, aber also wenn man dann immer zu stirbt und nicht mehr weiterkommt, aber jetzt habe ich es endlich geschafft, diese Bienenwabe zu finden. Man muss eine Bienenwabe zerstören. Und ihr seht schon hier extrem viele Bienen, die sind, also Hornissen besser gesagt, die sind extrem gefährlich. Ich bleib mal hier kurz stehen, erzähle ein bisschen. Also, das ist hier mein neuer Bumerang. Der zieht ein bisschen mehr ab, würde ich, habe ich jetzt so ein bisschen im Gefühl, fühle das so ein bisschen hier, so eine neue Truhe. Der andere Bumerang war zwar schneller, aber ich habe mich jetzt doch für den entschieden. Dann hier Heiltränke auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ja, und ansonsten halt so ein paar besondere Items habe ich noch gefunden. Wie gesagt, hier meine vollwertige Silberrüstung. Und wenn ihr hier dieses Menü schließt, dann könnt ihr auch viel leichter mit dem Mausrad die Waffen, Getränke und etc., was ihr da oben halt im Schnellmenü habt, wechseln. Ist mir ein bisschen spät aufgefallen, ich weiß. Alleine ist dieses Spiel wirklich extrem schwer, zumindest wenn man jetzt runtergeht. Und obwohl ich hier volles Leben habe, das werdet ihr da gleich sehen, und eine vollwertige Silberrüstung, ist das einfach so schwer, ist unglaublich. Und ich würde auch sagen, der Bumerang ist nicht das Beste gegen die Bienen. Aber ich fand ihn doch ganz gut, als ich mit Raffi gegen den ersten Endgegner gewonnen habe. Hier seht ihr schon Lava. Ich musste mir extra so eine Wand bauen, damit ich nicht, wenn ich hier gegen die Bienen kämpfe, immer zu in die Lava geschubst werde. Das war schon alles extrem hart. Hier habe ich mir extra so einen Übergang gebaut. Hier habe ich extrem gegen die Bienen gefightet. Das war richtig geil. Aber wir müssen jetzt, ich muss mal kurz die Karte verkleinern. Alter, ich dachte schon. Ja, wir müssen genau hier hin. Da ist das geile Gebiet. Alter, ich muss hier extrem aufpassen, dass ich nicht sterbe, bevor ich da noch nicht hingekommen bin. Also ich muss da hinkommen, ohne zu sterben. Dann geht's wieder ein bisschen, aber hier ist es natürlich extrem gefährlich. Jetzt können wir erstmal hier wieder runter. Oh. Alter, dieses Spiel macht so viel Bock, das ist unglaublich. Einfach nur empfehlenswert. So, und jetzt sind wir da. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Müssen natürlich noch gucken, was hier für Gegner sich rumtummeln. Die will ich jetzt erstmal noch schnell alle töten. Ist mir jetzt auch egal, wie lange die Aufnahme dauert. Ich hoffe einfach, ich habe alles richtig gemacht. Hab das richtig gelesen. Alter, hier ist extrem viel los. Schaut euch das an. Es ist einfach nur so krank. Alter, Alter. Richtig krank. Alter, dieses Spiel ist so krank. Ich bin schon wieder fast tot. Jetzt habe ich aber dafür das Vieh geschafft. Das ist nämlich extrem nervig. Alter, das ist aber. Das ist eigentlich das schlimmste Monster momentan. Ich muss erstmal einen Trank nehmen. Und dann natürlich noch in den Kombis mit den. Alter, was hier abgeht? Mit den Zombies, ey. Wieso ist die Tür auf? Das ist unglaublich. Das war garantiert dieser Zombie. Alter, ich wurde getötet. Na toll. Ach, wie mies, wie mies. Einfach nur wie mies. Am besten, ich laufe einfach durch, scheißegal. Und zerstöre erstmal die Wabe. Lass mal einen Trank nehmen. Und da sagen die im Internet, die Bienenkönigin sei extrem leicht. Deshalb dachte ich mir, okay, nehme ich die noch mit, ehe ich euch so ein bisschen, ehe ich mich wieder so ein bisschen an der Oberwelt befinde. Ah, ist unglaublich. Unglaublich. Schaut euch das mal an, ey. Auf dem Fernseher sieht das noch geiler aus. Ich habe ja nur jetzt hier den Laptop-Bildschirm. Der bringt das gar nicht so rüber, wie das in Wirklichkeit aussieht. Alter, wie geil, ey. Das ist unglaublich. Zum Glück habe ich die Schwimmflossen, sonst würde man das ja auch gar nicht schaffen, wieder hochzukommen. Würde man einfach runtersinken. So, Alter, jetzt erstmal hier heilen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich überhaupt aufnehme. 4 Minuten. 4 Minuten voller Wahnsinn.
Alter, also wenn man das wirklich so 2, 3 Stunden, man muss das wirklich durchzocken, das Spiel, sonst merkt man das gar nicht, wie geil das ist. Am Anfang sammelt man einfach nur Bäume und mittlerweile habe ich so viele Herzkristalle gefunden, dass ich volles Leben habe, eine vollwertige Silberrüstung. Ist wahrscheinlich nicht die beste Rüstung, keine Frage. Aber spielt das unbedingt und spielt es vor allen Dingen im Multiplayer. Wenn ich da mit Raffi so weit bin wie jetzt, Alter, dann ist das richtig geil. Natürlich, obwohl ich schon so gut ausgerüstet bin, sterbe ich immer noch so oft. Das ist natürlich mies. Aber naja, so ist das nun mal. Habe ich aber auch von anderen gehört, dass die extrem oft sterben. Aber ey, für 1,99 €, das war ein unglaubliches Angebot, ey. Unglaublich, das Spiel. So, jetzt haben wir wieder volles Leben. Yay, so. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich dort runterkomme, ohne zu sterben. Das ist ganz wichtig. Sonst ist das natürlich schwachsinnig, das aufzunehmen. Sonst kann ich gleich wieder die Aufnahme löschen. Wie vorhin, da hatte ich nämlich schon mal aufgenommen, aber wenn du dann zweimal hintereinander stirbst, macht das auch gar keinen Bock. Alter, es dauert euch diese Wespe an, ey. Unglaublich. Habe ich mir extra hier noch so eine Schutzwand gebaut, damit die nicht so die Stacheln abballern, ey. So, jetzt muss ich aber trotzdem runter. Das nützt alles nix. Oh, Alter. Alter, könnt ihr da runter? Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Das war jetzt echt knapp, aber ich bin natürlich hier. Obwohl, ich muss ja hier runter. Alter. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder warten. Ach, dieses Monster hasse ich einfach so extrem. Oh nein, 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 nein. Wie ihr seht, habe ich auch noch gar nicht alles abgebaut. Ich hatte dann auch. Ich wollte erstmal wirklich alles erkunden. Alter, zwei, das ist echt mies. Einer ist ja schon schwer, aber zwei sind echt mies. Ich will unbedingt. Ach so, ja, warum möchte ich ja eigentlich überhaupt runter? Ich möchte ja nicht nur die Bienenkönigin besiegen, sondern dann kommt ja ein NPC und der verkauft Flügel und ich will unbedingt Flügel haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, das habe ich euch hoffentlich ausgetrickst. Aus die Maus. Es sei denn natürlich. Oh. Der macht ihn natürlich auf. Ah, also sind die Skelette daran schuld. Weil die Schleimmonster kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach hier reinkommen. Aber jetzt sieht es wesentlich besser aus. Ist natürlich doof, wenn man gleich zu Beginn des Let's Plays stirbt, aber. Alter, wie geil. So, jetzt zeige ich euch das mal. Wir müssen hier extrem aufpassen. Ich weiß natürlich auch nicht. Hier ist die Wabe. Hier ist die verdammte Wabe und die soll ich jetzt zerstören. So, ich baue die jetzt einfach mal ab. Alter, wie viele Bienen hier rumhocken. Natürlich extrem gefährlich. Ich weiß nicht, wann die kommt. Alter, wir bauen hier Honig ab. Das Spiel ist auch so crazy, ist so verrückt, dass sie sich hier einfallen lassen haben. Und vor allen Dingen auch extrem komplex. Das ist richtig cool. So, wir haben ja hier schon einiges zerstört von der Wabe. Wir werden natürlich extrem attackiert von diesen Mini-Bienen, die auch ganz schön Schaden machen. Alter. Alter, Alter. Ich muss ganz schön vorsichtig sein. Alter, wie geil sieht denn das aus? Wie krass. Alter, ich habe jetzt irgendwie Angst vorm Endgegner. Ich habe nicht volles Leben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss jetzt erstmal hier ein Feuer machen. Krass. Das ist unglaublich. Also es wäre jetzt richtig geil, wenn die Bienenkönigin kommt und ich würde die jetzt einfach packen. Das wäre so krass. Da würde ich gleich noch eine Aufnahme machen, wo ich dann einfach mir mal die Flügel kaufe und dann so ein bisschen durch die Gegend fliege. Alter, ich habe gleich volles Leben, wie geil. Volles Leben, Alter. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Wabe abbauen muss oder ob ich nur einen Teil abbauen muss. Alter, jetzt bin ich natürlich scheiße. Jetzt bin ich hier voll in der Wabe drin. Das wollte ich gar nicht. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mann, wie viele Gegner hier mal kommen. Das ist unglaublich. Ah, gleich kommt der Boss. Ich wette es mit euch. Ich hoffe es einfach nur. Ich weiß natürlich nicht wann. Ich habe keine Ahnung.
Das Spiel ist ja komplett blind. Ich lese manchmal einfach nur nach, was ich tun muss, damit ein, was weiß ich, damit ich irgendwas bekomme. Und ich habe einfach mal gesehen, dass da welche Flügel hatten und ich wollte wissen, wie man die kriegt. Und da habe ich mich natürlich für den Weg entschieden. Weil der einfach... Alter, was ist das? Weil der einfach natürlich spannender ist, wenn jetzt hier noch so ein fetter Endgegner kommt. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr euer, wenn ihr noch irgendwie ein Bett habt und das dann in die Höhle reinsetzt. Damit ihr... Alter, die haben ja einfach mal 200 Leben abgezogen. Wie krass. Alter, jetzt muss ich erstmal wieder eine Pause machen. Ey, wie krass. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier zerstören muss. Oh, das ist ja eine mega fette Ware, ey. Unglaublich. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal hier irgendwie was hinbauen, dass ich dann hier wieder hochkomme. Ah, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, und dann komme ich natürlich wieder hier hin. Unglaublich. Alter, hier sind übelst die... Alter. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier extra noch eine Tür reinzusetzen. Eigentlich schon, oder? Dann dürfen natürlich keine Gegner mehr kommen. Hey, jetzt ist es zwar wieder so langsam, aber naja. Sehr gut. So. Wir müssten geschützt sein, ich weiß es nicht. Volles Leben habe ich. Ich baue jetzt einfach mal das Ding hier ab. Ich weiß nicht, was das sein soll. Alter. Wie krass. Alter. Die Biene ist aufgewacht. Alter, wie krass ist das denn, Mann? Die soll nicht schwer sein, aber ich verstehe... Ich finde die sau schwer. Guckt euch die mal an, ey. Und vor allen Dingen das Schwerste überhaupt. Ich bin hier in der Höhle drin. Mach die Tür auf. Verdammt. Alter, wie krass. Alter, haut ab, haut ab. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schwer war, hier rauszukommen. Ja, es war gut. Auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich natürlich die Viecher hier noch. Ich kämpfe gar nicht gegen den Endgegner. Alter, ich bin fast tot. Alter. Ich muss wieder zurück. Alter, ich bin tot. Verdammt, ich habe gegen die Biene verloren. Aber die Mucke ist geil. Kommt die jetzt hierher, oder? Ey, hoffentlich kommt die jetzt nochmal. Das wäre sonst echt mies. Ah, die Bienen scheinen aufgebracht zu sein. Alter Mann, das ist echt mies. Wenn ich an der Oberfläche gegen die Biene kämpfen dürfte, wäre natürlich geil. Aber die Viecher hier, die machen es einen auch nicht gerade leicht. Ah, ist das ärgerlich. Ah, na toll. Das war natürlich klar, dass ich jetzt sterbe. Alter, die Biene, ey. Die muss ich unbedingt killen. Das ist ganz wichtig. Dann kommt dieser übelst geile NPC. Aber ich kann sein, dass ich vielleicht noch zu schwach bin. Alter, dann hole ich wieder Raffi dazu oder so. Alter, ich muss gegen die Biene gewinnen. Das ist richtig wichtig. Alter. Ah, verdammt. Das war jetzt mein Fehler. Erstmal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Die kann ich auf jeden Fall für euch hochladen. 13 Minuten, komm, ich probiere es nochmal. Einmal probiere ich es jetzt noch, wenn ich nicht vorzeitig sterben sollte. Na toll, jetzt habe ich hier noch so was Unwichtiges. Das brauche ich gar nicht. Dieses Silbererz. So, mal schauen. Ah, dieses Viech hasse ich. Das ist natürlich extrem random, ob jetzt hier schon die Bienen sind oder diese Viecher sind. Oh Gott, das Vieh nervt auch extrem. Ey, ich bin schon wieder fast tot. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich muss einfach hier runterspringen. Alter. Diese Viecher, Alter, die schießen. Die schießen alle auf mich. Das ist unglaublich. Aber wenn man es dann geschafft hat, hat man es geschafft. Mit nur noch 11 Leben. 11 Leben. Ich lache mich kaputt. Ich habe es tatsächlich überlebt. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall erstmal heilen. Erstmal hier rein. Oh, Gott sei Dank. Ist ja unglaublich. Ah, ich bezweifle, dass ich die Biene schaffen werde, weil ich einfach keinen Platz habe zu kämpfen. Ich könnte natürlich in der Wabe kämpfen. Aber dann müsste ich irgendwie
solche Holzleitern haben, dass ich dann hoch und runter hüpfen kann und ausweichen kann. Ah, 3800 Leben ist schon echt mies. Und die soll leicht sein. Und ich finde den Bumerang eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, die Waffe wird wahrscheinlich zu schwach sein für die Biene. Aber was ich schon mal richtig gut finde, ist auf jeden Fall, dass die Musik geändert wurde. Dass also nicht immer dieselbe Bosskampfmusik kommt. Finde ich auf jeden Fall gut. Und dass ich 400 Lebenspunkte habe, ey, unglaublich. Und trotzdem habe ich immer noch keine Chance. Und die habe ich auch einfach per Zufall gefunden. Richtig gut. Ich weiß natürlich nicht, ob man noch mehr Herzen kriegen kann, keine Ahnung. Aber das sieht so aus, als wäre die Leiste hier voll. Dass da nichts mehr dazu addiert wird oder so. Obwohl, ich muss den Bogen nehmen. Hier wird es jetzt erstmal auch wieder richtig gefährlich. Alter, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Alter, 200 Leben. Einfach mal versemmelt, ey. Krass. Ja, komm, muss ich nehmen. Ich will jetzt hier nicht so lange warten. Alter, hab ich schon wieder gemacht. Oh, verdammt. Aber Gott sei Dank ist hier noch ein Feuer. Habe ich natürlich gut platziert. Aber man drückt immer, man hat immer so Angst und dann drücke ich immer so ein bisschen die Leertaste zu zeitig. Ah, da unten schon wieder. Diese Viecher da rechts unten, die hasse ich so extrem. Weil die so überstark sind. Wahrscheinlich habe ich gegen die nicht die richtige Waffe, dann sind die viel leichter. Aber was noch ziemlich cool ist, wenn man die komplette Rüstung hat, also die Silberrüstung komplett hat, dann bekommt man noch so einen Bonus. Also Bonus-Set 3 Abwehr, das steht da unten. Gibt es natürlich nur, also wenn ihr dann irgendwie den Kupferhelm mit drin habt, dann geht das natürlich nicht mehr. Ist also ganz wichtig, dass ihr da wirklich den Silberhelm, den Silberrüstung, ihr könnt natürlich auch die Gold- oder die Platinrüstung machen. Gold habe ich hier aber irgendwie noch gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Vielleicht spiele ich das auch gar nicht im Hardcore-Mode, obwohl das für mich schon extrem schwer ist hier. So, sind wir gleich wieder da. Alter, diese Bienen, ey. 30 Schaden, einfach mal so. Diese Viecher, ey. So, jetzt geht's erstmal wieder hier rüber. Ach, verdammt, das ist natürlich der einzige Nachteil, wenn man mit dem wenn man mit dem Bumerang daneben trifft. War's das. So, Tür zu. Diese Viecher, ich muss die jetzt erstmal töten. Ah, die kommen auch immer wieder, ey. Alter, die haben mich schon wieder fast getötet. Ich muss hier weg. Die Biene schießt natürlich auch extrem gut. Alter, wie geil. So. Alter. Na toll, jetzt kriege ich erstmal noch Schaden hier. Mann, dieser Käfer nervt auch. Oh, Gott sei Dank. So. Jetzt geht's wieder nach vorne hier. Oh, Alter. Alter. Das Blöde ist natürlich, ich muss jetzt wieder ewig lange warten. Alter, dieses Vieh lebt immer noch. Ne? Und ich bin wieder vergiftet, oder? Nee. Alter. Das war Glück. Und auch können. Müsste echt das irgendwie alles zubauen und dann irgendwie so eine Kampfarena draus machen. Das wäre ziemlich geil. So. Jetzt muss ich mich ganz schnell heilen. Der letzte Versuch für diese Aufnahme gegen die Bienenkönigin zu gewinnen. Tut mir natürlich leid, wenn ich so oft sterbe und so lange warten muss. Aber ihr könnt da gerne echt vorspulen, weil das bringt ja nichts. Das wäre ja sinnlos, wenn ihr jetzt hier einfach warten würdet. Es sei denn, natürlich würde was Lebenswichtiges erzählen, aber das mache ich ja nicht. So, 400 Leben. Probieren wir einfach mal unser Glück hier. Alter, scheiße, ich bin natürlich vollkommen falsch gelaufen. Mach die Tür zu. Alter. Ist sie jetzt weg, oder wie? Ach, wie dämlich. Schade.
Jetzt spawnt die wohl nicht mehr. Ach, das ist ja ärgerlich. Die kommt wohl nur einmal. Ach, Menno. Na gut, Leute, dann muss ich mich entschuldigen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, viel Spaß dann mit der Aufnahme. Macht's gut und bis dann. Tschüss.